Hallo Leute, da sind wir wieder bei Paper Mario. So, es kamen viele Fragen, viele Sachen, viele machten sich Angst um die Wackicks. Keine Sorge Leute, ich pass schon auf. Ich weiß, dass die Dinger echt krass sind und dass ich die wegballer wie sonst was, aber Spaß. Aber es gab auch jemanden, der meinte, Koopa wäre jetzt nicht so der krasseste Motherfucker, den es gibt. Kann ich in irgendeiner Weise auch verstehen, weil halt er keine Fluggegner treffen kann. Deswegen, kein Plan, also. Werde ich mal sehen. Oder noch irgendwas? Zum Dojo sollte ich mal gehen, das werde ich vielleicht jetzt machen. Ja, ich komme, ich besiege ihn jetzt. Dann machen wir den einfach platt, diesen dummen Geier. Den kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht treffen, oder? Nee. Machen wir Powerhüpfer. 3. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte es öfters machen. Nehmen wir Gumbario. Ach so. Toll. Danke, Gumbario. Das ist mir eine große Hilfe. Ja. Verdammt. Was zur Hölle macht er mit mir? Okay, der ist gerade nicht von schlechten Eltern. Das ist mir gerade nicht geheuer. Gumbario darf jetzt wieder kämpfen. Boah. Wollte ich eigentlich voll hämmern, aber. Ja, normalen Sprung. Verdammt. Nochmal Scanner. Das ist ein Buzzer. Ja, ganz schön groß. Nochmal KP 40? Okay. What the fuck? Kann ich gar nicht den Schaden verhindern. Egal wie schnell ich A hämmer. Wow, ey. Ich hätte mal nicht gegen ihn kämpfen sollen. Gut, dass ich das nicht vorher da gemacht habe. Gut, dass wir Gumbario haben, der macht ihm was eigentlich Schaden. Oh Gott, wir müssen uns gleich mal heilen. Erfrischung. So, macht Gumbario denn jetzt den Shit? Das ist ja jetzt aber. Wenn wir heute auf jeden Fall nicht mehr den Dojo machen, das werden wir nur morgen machen. Auch wenn das nur der letzte Kampf ist, den wir da zeigen. Die anderen beiden hatte ich ja schon gezeigt. Ich muss die zwei nochmal machen, aber. Selbst wenn ich mir jetzt auflade, wenn er einmal den. Na, das schaffen wir aber. Weißt du, selbst da, ich drücke, aber. Wie schnell soll man denn da drücken? Funktioniert nicht. Komm, wir müssen jetzt alles reinwerfen, Powerhüpfer. Versuchen einfach nicht aus der Ruhe zu kommen. Ich schaff's echt nicht mehr. Bin schlecht. Ja, wir haben ihn gleich. Nächste Runde. Da lässt sich auch nichts machen. Okay, ich muss nochmal Powerhüpfer machen und dann darf ich nicht verkacken. Das passt jetzt überhaupt nicht. Och, Mann! Ja. Ach so. Kein Plan, das war irgendwie eigenartig, dass ich da jetzt keinen Schaden bekommen habe. Egal. Jedenfalls haben wir Dings hier. Nehmen wir nochmal OP. Ja. Tschüss.
Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas Signifikantes passiert. Ich glaube nicht. Deswegen würde ich sagen, schneiden wir den Shit hier einfach raus. Wie ich zurückgehe zum Bahnhof. Paracarry, ich hätte dich fast geboxt. Alles klar, Leute, wir sehen uns dann, wenn irgendwas Interessantes passiert oder beim Bahnhof. Also bis dann. Oder bis gleich eher gesagt, nicht bis dann. Hallo, Leute. Wir sind hier. Konnte ich ja was weghämmern. Bin ich gerade auf dem Rückweg drauf gestoßen. Das ist eine sehr gute Wendung. Ich bin für Bombett. Sag Tschüss zu einem Gegner. Komm, das hier. Das kann uns einen guten Bombungs-Megaschlag geben. Ich mag Paracarry einfach nicht. Kann ja sein, dass viele voll schwören auf Paracarry. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber am Ende bin ich ja noch derjenige, der spielt und... Dann bin zwar immer hilfreich. Ich finde immer gut, wenn man mir Tipps gibt. Das ist auch völlig korrekt. Ich werde auch einige beherzigen, aber manchmal muss ich mich ja selber auch damit wohlfühlen. Also wenn ich jetzt würde einer sagen, ey, Paracarry ist richtig stark, level den auf. Aber ich selber fühle mich damit in keinster Weise irgendwie wohl oder ich finde das nicht für mich hundertprozentig richtig. Dann mache ich das nicht. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich muss am Ende immer noch für mich selber ein gutes Spielgefühl haben. Ja, möchte ich bitte. So, das wollte ich nur mal kurz noch eben einwerfen. Wie gesagt, ich bin immer dankbar für Tipps, aber ob ich alles berücksichtigen werde, ist natürlich fraglich. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Am Ende bin ich immer noch derjenige, der spielt und selbst wenn ich da mal behinderte Entscheidungen treffe, habe ich die halt gemacht, wenn ich mich für mich selber die jetzt nicht so behindert war. Ihr wisst, was ich meine. Ja, bla bla. Das können wir überspringen. So. Was machen wir jetzt noch? Das ist eine sehr gute Frage. Wir könnten theoretisch einmal zum Sternberg gehen und gucken, was die für Orden haben. Oder wir gucken erstmal, was beim Ordensmann ist. Der hat bestimmt auch neue Orden. Da gucke ich mal, was da so ist. Was ich mir mal schön geil hier schnappen könnte. Was ist das eigentlich hier? Was ist das Tod hier? Liebe Runen zu Lüten. Ja, erzähl mal kurz. Eiern schlüpfen, okay. Aha. Okay, du bist einfach verrückt. Scheiß auf deine komischen Schweinchen. So. Wir wollten ja genau zum Ordenstypen. Das werden wir jetzt mal als nächstes machen. Vielleicht finde ich da irgendeinen geilen Orden, den hier mir gefällt. Da ist nichts, okay. Und wir. Ah, dann halt gleich noch zu Luigi. Ah, neuer Orden, was haben wir denn hier? Lässt Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Schon mal überhaupt nicht schlecht. Schwächt die Anti. Verlängert. Ja, hast da schon interessante Angebote, aber wir gehen wohl erstmal noch nicht dahin. Gehen wir jetzt erstmal zu Luigi. Was Luigi so zu sagen hat und dann gehen wir nochmal. Den Dojo machen wir nächste Woche. Nächste Woche. Da ist er in dem Sinne nächste Woche, ist heute Montag. Hab ich nochmal Glück gehabt. Erstmal nach Luigi. Luigi! Luigi! Wo bist du, Luigi? Was soll der Scheiß? Ich bin da, dein berühmter Bruder. Luigi? Mario, wie geht's dir? Ich bin klein T, ich bin nur ein kleiner Toad. Okay. Titania? Was zur Hölle? Ach so. Ja, will ich meinen. Koopa-Brüder. Ach so, was waren die denn?
Okay, die drohen mir. Anzeige ist raus, Montag. Scheiße, dicke, fette Anzeige. Ja, habe ich gerne gemacht. Ah, das ist aber nett. Irgendwas ist doch hier. Okay, wie kann ich denn zu Luigi? Ist hier irgendein Geheim? Irgendein Geheimweg oder sowas? Hm. Nee, hier ist aber nichts. Ich glaube, ich warte einfach, was ihr sagt. Das ist dann immer ganz gut. Sowas nehme ich ganz gerne an, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich... Wie komme ich denn nach Luigi? Münzen, Orden von 14 von 80. 9 von 160. Winkwismus Quiz. Anzahl der Kämpfe 92, Erstangriff 44, Gegner 14. Oh, 5 Powerhüpfer habe ich gemacht. Nö, dann nicht. Irgendwie ist Luigi da unten drunter. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Hm. Ein Plan. Ich würde mal sagen, das werde ich dann nochmal überprüfen. Gibt es nicht irgendwie einen Geheimweg oder so? Ne. Ein Plan. Ah, schade. Vielleicht kann man da auch einfach nicht hin. Das weiß ich nicht. Ich guck mal, was ihr so schreibt. Sowas würde mich ja doch schon interessieren. So, wir gehen mal eben noch zum Sternhafen. Also nicht direkt zum Sternhafen, sondern zum Behinderten. Diese zwei da, ihr wisst schon. Ich weiß nicht, wie die heißen. War das hier? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube schon. Und da werden wir die Folge auch beenden. Ne? Dann haben wir. Zwar jetzt viel Rumlaufe gemacht, aber wir haben alles schon mal ein bisschen vorbereitet, oder? Ich habe einiges gemacht, was ich gerne sowieso tun wollte. So. Hier runter. Gucken mal, wir sammeln aber wahrscheinlich erstmal noch weiter Sternsplitter. Um die dann für später zu verwenden. Das war oben. Ah. Treppen, die man springen, hochgehen kann. Also. Ey, du da, gib mir Sternzeug. Ja, hab ich. Was haben wir denn? Der ist doof, doof. Ich denke, nicht doof, aber für mich jetzt. Wenn er so von erst Angriff getroffen wird, schon mal ganz krass. Die hat die. Oh, ey. Wahrscheinlich ein KP. Das ist schon mal geil. Also, da überlege ich aber. Kuckuck, das ist auch schon mal ganz, ganz cool. Stromschaden, das ist auch geil. Herzen. Senkt Angriffskraft um 1. Okay. Oh, doppelt so viel Münzen. Oh, Kraft plus Sprung und Hammer Angriffskraft um 1. Das ist der Orden, den ich will. Ja, habe ich. So, würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich glaube, das wäre eine bisschen kürzere Folge, wenn ich da so den Timer betrachte. Ich weiß nicht, wie lange ich zurückgegangen bin. Aber ist ja auch nicht so schlimm, dann nehme ich einfach mal eine kürzere Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielleicht starten wir dann schon Kapitel 3, ich weiß es nicht. Wir machen erstmal den Dojo und gucken nochmal bei Luigi vorbei. Der will sich irgendwie nicht aus dem Keller trauen, ich habe keinen Plan. Und dann gucken wir mal, ob wir dann schon, wie gesagt, Kapitel 3 starten. Also bis dann.